Es ist Donnerstag, 20:30 Uhr und 17 Sekunden. Servus, Bernhard. Hier ist wieder euer Streckenflug-Stammtisch, Late Night Soaring mit dem Flug des Monats. Ja, und ich sage ja nochmal, hier ist Königsdorf und diesmal ist hier auch Unterwössen. Heute wieder in der Moderation dabei. Hallo, Jan Listeweg. Hi. Servus, Jan. Ja, und wie immer, Benny mit, nicht wie immer, sondern diesmal mit neuem Haarschnitt. Servus, Benny. Ja, schönen guten Abend. Wir sind heute deswegen auch mit zu dritt. Das wisst ihr beiden noch gar nicht, was ich jetzt sagen werde. Wir haben nämlich eine Art goldene Hochzeit. Wisst ihr das? Es ist die 50. Folge Late Night Soaring. Wow. Wow. Nee, ja, siehst du, genau. Wow. Genau diese Reaktion wollte ich hören, weil das ist nämlich wirklich schon ein heißes Ding, wenn man sich überlegt, wie das Ganze begonnen hat. Ne? Ja, also zum 50. Mal Late Night Soaring. Mit dem Flug des Monats Juli. Ja, und Benni, zeig doch mal, was wir so alles zur Auswahl hatten diesmal. Ja, sehr gerne. Ich würde sagen, was könnte es für einen schöneren Monat geben als den Juli, um den 50., die 50. Folge zu feiern? Denn es waren ganz besondere Flüge. Wir haben uns ja ein bisschen geärgert, nämlich wir hatten letzten Monat im Juni 2022 Alexander Müller über seinen 1300 Kilometer Flug interviewt. Das Interview war ja nicht live, sondern das haben wir an einem Abend gemacht und aufgezeichnet. Und Alex war dann am Abend schon so, dass er, ja, jetzt sind wir fertig, jetzt muss er aber dann auch bald ins Bett, weil morgen wird geflogen. Und am nächsten Abend schauen wir rein, oder auch schon im Tracking war es eigentlich klar, tagsüber. Und wir sind wieder fast vom Stuhl gefallen, weil er eben an dem nächsten Tag nach diesem Interview 1400 Kilometer geflogen ist. Der weiteste Flug mit Abstand, der jemals in Deutschland stattgefunden hat. Also thermisch. Thermisch, ja, richtig. Und im deutschen Flachland sowieso. Wir haben dann ein bisschen überlegt, ob wir nicht das Interview mit Alexander Müller hier sozusagen nochmal wiederholen sollen, aber für den Juli und mit diesem Flug. Aber da die Inhalte und die Themen, über die Alexander gesprochen hat, ja auch gültig sind in dem anderen Video und auch genauso ihre Gültigkeit haben, haben wir es dann natürlich einfach so gelassen, wie es ist. Trotzdem ist natürlich der Flug des Monats der Herzen im Juli 2022 ein bisschen auch der 1400 Kilometer Flug von Alexander, weil er einfach historischen Wert hat. 500 Herzen bekommen hat er auf WeGlide, was also mit großem Abstand die bisher höchste Zahl ist, soweit ich das weiß. Aber es gab ja auch viele andere interessante Flüge im Juli. Auf dem zweiten Platz von den Herzen her bei WeGlide der Flug von Jan Lüscheweg, der von Ohlstadt aus, also vom Bayerischen Alpenrand bis nach Barcelonnette mit der K6 geflogen ist und dafür auch verdientermaßen 300 Herzen bekommen hat. Eigentlich war das auch der Lieblingskandidat für den Flug des Monats hier intern im Team fast von allen. Aber wir haben gesagt, und auch Jan hat fairerweise gesagt, natürlich, wenn wir einen vom Late Night Soaring Team nominieren als Flug des Monats, das ist dann vielleicht sogar ein bisschen Verschwendung, weil wir auch jemanden externen nehmen könnten, der noch nicht so viel in der Sendung vorgekommen ist. Und deswegen sind wir noch ein bisschen weitergegangen. Es waren auch tolle Flüge hier. Erik Schneider, fast 1000 Kilometer mit der LS4 geflogen. Das sieht man auch nicht jeden Tag. Simon Schröder, ein ganz besonderes 1000 Kilometer FAI-Dreieck geflogen, von Bad Wörishofen aus bis in den Thüringer Wald, über den Bayerischen Wald nach Österreich rein und über Österreich und die Schweiz, dann letzten Wendepunkt im Engadin und wieder zurück nach Bad Wörishofen. 1000 FAI, eine Route, die so noch nie da gewesen ist. Auch ein klarer Kandidat für den Flug des Monats. Dann Max Maslak, 1000 Kilometer geflogen mit Hilfe der Kraftwerke am Abend, auch hochinteressant, strategisch. Lukas Brune, auch 1000 Kilometer FAI fast geflogen und 1100 Kilometer frei von Ballengries aus mit der JS3. Peter Millenaar, nicht zu vergessen, der 1000 Kilometer deklarierte Zielrückkehrstrecke geflogen hat, aus Aachen bis ganz weit in den Osten und wieder zurück. Erfüllte 1000 Kilometer Zielrück gab es in Deutschland in der 18-Meter-Klasse noch nicht. Von einem deutschen Piloten, aber ein Holländer hat jetzt sozusagen virtuell den deutschen Zielrückkehrklassenrekord aufgestellt. Also auch sehr interessant. Also tolle Flüge. Thilo Holighaus, so wie oft auch wieder mit vielen Herzen und tollen Bildern, 1000 Kilometer geflogen. Der letzte, den ich noch zeigen möchte, ist hier Sebastian Humann, der von Boberg, Hamburg aus 1000 Kilometer FAI geflogen ist. Also man kann gar nicht fertig werden mit der Aufzählung der großartigen Flüge, die im Juli 2022 passiert sind. Und wir wollen aber noch mal ein bisschen zurückgehen auf Jan, seinen Flug, der ja mit der K6 von Ohlstadt nach Südfrankreich, nach Barcelonnette geflogen ist. Jan war nicht ganz alleine auf diesem Flug unterwegs. Zwar war er schon alleine, aber zum
zumindest am gleichen Tag und vom gleichen Startflugplatz Ohlstadt aus, ist auch, und da müssen wir jetzt ein kleines bisschen weiter runter scrollen, ist auch Markus Schweiger ebenso nach Südfrankreich geflogen, nämlich von Ohlstadt nach Saint-Crépin, und das Ganze nicht etwa mit einem Ventus, so wie es manche neuerdings ja scheinbar machen, oder mit einer K6, was ja schon Beispiel, auch... dieses Jahr. Ja, richtig, das habe ich auch im Juli das zweite Mal schon gemacht dieses Jahr, aber es ist nichts im Vergleich zum K6-Flug von Jan, der von Ohlstadt nach Bassenet geflogen ist, und es ist überhaupt nichts nochmal eine Stufe weiter gedacht im Vergleich zu Markus Schweiger, der eben am 6. Juli, am gleichen Tag, wo Jan auch in der K6 runtergeflogen ist, mit dem L-Spatz von Ohlstadt bis nach Saint-Crépin nach Südfrankreich geflogen ist. Und für uns war das trotz der, in Anführungszeichen, nur 81 Herzen, weil der Flug eben auch erst sehr, sehr spät hochgeladen worden ist und nicht von vielen gesehen worden ist, war das trotzdem am Ende der ganz klare Favorit, um den Flug des Monats Juli 2022 zu machen. Deswegen, ich glaube, bevor wir weiter gucken, wollen wir ihn erstmal begrüßen bei uns, nämlich herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist, Markus Schweiger. Servus, Markus. Ja, grüße euch und grüße allerseits. Ja, das ehrt mich natürlich enorm. Ja, ich habe damit nicht gerechnet. Und als der Matthias mich angerufen hat, und das ist natürlich eine super Ehre, nachdem ich jetzt vor allen Dingen gesehen habe, was da sonst alles geflogen wurde, ist mein doch relativ bescheidener Flug da nicht vergleichbar. Aber für mich war es tatsächlich ein Höhepunkt, ja. Also so bescheiden musst du da gar nicht sein. Aber Markus, stell dich doch einfach mal ein bisschen vor, fliegerisch, was du so alles bisher gemacht hast, wer du bist, wo du herkommst, weil ich glaube, wirklich alle kennen dich nicht. Nein, also mit Segelfliegen habe ich angefangen, als ich 18 war. Und weil ich aber zu der Zeit auch Regattasegler war am Starnberger See, hat meine fliegerische Karriere bloß bis 26 etwa gedauert, als ich nämlich dann den Segelsport hauptsächlich ausgeübt habe. Und ich habe mit 26 damals das Segelfliegen wieder eingestellt, weil sich das einfach alles zusammen nicht vereinbaren lässt, und habe mir dann ein Segelschiff gekauft und ein altes klassisches Holzschiff, habe das jahrelang restauriert und war dann eigentlich in der Klassiker-Regatta-Szene recht erfolgreich. So dass das Ganze dann auch hauptamtlich habe ich das betrieben. Und ich wurde dann durch einen Mitsegler vor etwa 15 Jahren wieder zum Modellflug verführt. Und so kam es dann auch, als ich nämlich am Col d'Alos immer meine Modellflugzeuge fliegen lassen habe, und wo die Segelflugzeuge immer drüber gepfiffen sind, dass ich mir gesagt habe, morgen gehe ich mal ins Tal und frage an, ob ich wieder einen Gastflug machen kann. Ja, und der Virus, der war ja noch irgendwo tief drinnen, und der wurde sofort wieder erweckt. Man sagte mir dann, dass ich eigentlich nur meine Starts und Stunden und Medical zu machen habe, weil Deutschland jetzt auch EASA-Mitglied und das lebenslang gilt. Und hat mich so fasziniert, dass ich, glaube ich, schon am Wochenende darauf wieder mit Schulen angefangen habe. Ja, ich habe dann den französischen Luftfahrerschein machen müssen, weil man in Bayern nicht so recht wusste, was man nach 30-jähriger Pause mit mir anfängt. Man hat mir gesagt, ich müsste wieder den Schein machen. Und den könnte ich ja auch in Frankreich machen, wo ich hauptsächlich fliegerisch aktiv war. Naja, und so kam es. Ja. Und noch bevor ich den Flugschein wieder hatte, habe ich beim Googlen nach einem Modellspatz einen echten Spatz entdeckt. Und diesen Spatz habe ich letztendlich gekauft. Und der war natürlich ein richtiger Anreiz, um meinen Schein fertig zu machen. Und so kam ich zu dem Spatz. Ist eine etwas längere Geschichte, warum gerade ein L-Spatz. Mein allererstes Segelflugzeug, was ich zu Gesicht bekam, das war ein gelber L-Spatz,
als wir am Flugplatz Samedan gehalten haben, damals mit meinem Vater. Ich war ungefähr 6 Jahre alt und ich sah diesen Spatz und das war einfach der Inbegriff von Segelflugzeug für mich. Und ich habe mich eigentlich in dieses Flugzeug sofort verliebt. Habe dann jahrelang später, habe dann lange Zeit überhaupt kein Segelflugzeug mehr gesehen. Aber als mir dann bekannt wurde, dass das in Königsdorf ausgeübt wird, bin ich mit meinem Fahrrad fast jedes Wochenende nach Königsdorf gefahren und habe dort ja Leppo gefahren, Flugzeuge geschoben und durfte auch schon mal ab und zu in der Schleppmaschine mitfliegen. Und mit 18 Jahren habe ich dann meinen Schein gemacht. Mich haben immer schon die klassischen Flugzeuge oder auch Schiffe interessiert. Ich meine, das war damals das Handbuch des Segelfliegens von Wolf Hirth, in dem ich die ersten Segelflugzeuge gesehen habe. Und ja, wie gesagt, in den Spatz war ich einfach verliebt. Und so kam es, dass ich mir einen Spatz gekauft habe. Du bist ja mit dem L-Spatz streckenfliegerisch insgesamt sehr, sehr aktiv. Also du bist ja da kein Einzeltäter gewesen mit dem Flug nach Südfrankreich. Da gibt es eine Sache, die ich noch gleich zeigen möchte, und zwar damit man auch mal weiß, mit wem man es hier eigentlich zu tun hat. Der Name Markus Schweiger ist ja sicher vielen nicht ganz unbekannt, aber es gibt zum Beispiel im Online-Contest gibt es ein Oldtimer-Ranking, zu dem man sich durchklicken kann. Und da sieht man auch, bis vor, glaube ich, 2 Wochen hast du sogar noch geführt, Markus, auf dem ersten Platz mit deinem L-Spatz, mit den besten 6 Flügen, mit Vintage-Flugzeugen, mit Oldtimer-Flugzeugen. Inzwischen führt Gerhard Sindermann, der in Cham im Bayerischen Wald ja auch mit seiner K6 wahnsinnig gut unterwegs ist. Aber nur um das mal zu zeigen, da ist es also schon ein Name, mit dem man rechnen muss in der Vintage-Szene. Genau. Eine Sache möchte ich noch zeigen, und zwar auch Jan Lüschewik, der ja heute als Co-Moderator dabei ist, wo wir uns sehr freuen, ist ja auch ein sehr, sehr aktiver Vintage-Pilot. Da gibt es eine schöne Sache zu zeigen, auch in Weglite, und zwar, wenn man da die Wertungen anschaut, da gibt es jetzt neuerdings eine Travel-by-Glider-Wertung, nämlich den Weglite-Reisecup. Und wenn man da drauf schaut, dann werden da einfach die größten Reisen, die mit Segelflugzeugen in diesem Jahr unternommen worden sind, werden hier gewertet. Und da sieht man auf dem 3. Platz den Jan Lüschewik, der nämlich mit seiner K6 dieses Jahr ja auch zweimal, oder Jan, zweimal Ja. in Frankreich war, mit Zwischenstationen in Münster, manchmal auch nonstop runtergeflogen und so weiter. Und man kann ja eben die Reihung der Flüge hintereinander eben sehen, von Unterwössen nach Ohlstadt, von Ohlstadt nach Saint-Crepin oder nach Barcelonnette. Auf dem Flug geht es ja heute auch mit. Und dann über Münster wieder zurück und dann sogar nochmal hin. Also 10 Flüge in Folge mit, glaube ich, es dürfen weniger als 4 Tage Abstand sein. Dann wird es als eine durchgehende Reise gewertet. Und so werden eben diese Flüge da hier aufgelistet. Also ich finde es sehr schön, in Wieglite zu stöbern, was denn die Leute so für Wandersegelflüge machen, die zusammenhängen. Genau. Bevor du da weggehst, da muss man vielleicht die beiden, die dann unter dem Jan sind, den Stefan Langer und den Felix Kries kurz ernennen, weil Das die wollte ich gerade hatten. machen. Ah, okay, sorry, siehst du, da merken unsere Zuschauer, dass wir nicht alles perfekt absprechen, sondern dass es auch ein bisschen so ist, weil die beiden waren ja auch in unserer näheren Wahl, weil das war ja auch ein sehr, sehr toller Wandersegelflug, den die da gemacht haben. Genau, ich klicke hier sogar jetzt nochmal drauf, damit man mal sieht, wie dieses Feature funktioniert. Nämlich wie Stefan und Felix, die eigentlich auch Mitfavoriten waren für den Flug des Monats, nämlich als Gesamtkunstwerk, diesen Wandersegelflug, um das mal anzuschauen, wie die geflogen sind. Nämlich, die sind von Donauwörth aus erstmal nach Westdeutschland, dann nach Frankreich, dann um Paris rum, dann von nördlich Paris in einem Zug bis nördlich Berlin, dann einmal einen Wendepunkt im Norden in Rügen gesetzt auf der Insel und dann von Klix. Einmal waren sie zu Besuch in Königsdorf bei uns, was uns besonders gefreut hat. Ich bin leider an dem Tag selber nicht anwesend gewesen und dann noch einen letzten Flug wieder zurück nach Pirmasens beziehungsweise nach Donauwörth. Und man sieht es hier eben auf der Karte sehr gut, dass es eigentlich im Prinzip war es ein 2500 Kilometer FAI-Dreieck, mehr oder weniger. Ja, Jetzt mit reinen Segelfliegern. Ne? Und mit das finde reinen Segelflugzeugen, ich genau. persönlich ja immer das Faszinierendste am Absolut. Genau, aber jetzt Wandersegelflug. mal ein bisschen Diese vom. Wertung, die finde ich, oder man muss es vielleicht gar nicht Wertung nennen, sondern Liste nennen, die finde ich wirklich, wirklich wertvoll. Ich habe sie tatsächlich erst entdeckt jetzt vor ein paar Tagen, diesen
Travel by Glider, WeGlide, Reisecup, weil diese Wandersegelflüge, die gehen ja in den üblichen Wertungslisten naturgemäß immer unter. Erstmal sind sie kilometermäßig meistens nicht so weit. Da kommen wir vielleicht später auch noch dazu. Und zum anderen haben sie naturgemäß niemals einen Flächenbonus, also niemals einen FAI-Dreiecksbonus oder einen Viereck-Bonus oder was auch immer oder auch nur einen Zielrück-Nach-Hause-Kommen-Bonus. Und deswegen stehen sie gerade an guten Tagen, stehen diese spannenden Wandersegelflüge immer irgendwo ganz, ganz unten. Und wenn man sich da inspirieren lassen will, wo man denn mal hinfliegen könnte, da ist dieser WeGlide Reisecup eine ganz schöne Quelle. Da muss man die nämlich nicht mehr mühevoll suchen, sondern kriegt die da gezeigt. Und ich glaube, Benni, ich habe jetzt auch verstanden, warum manche Menschen in dieser Liste zweimal auftauchen. Ich so auch. Zum Beispiel, weil offenbar jede Reise einzeln. Genau, also es muss eine Reise, es gibt eine Maximalanzahl an Tagen, die zwischen zwei Flügen liegen dürfen. Ah. Dann wird die Reise unterbrochen und die nächste Reise geht los sozusagen. Deswegen bist auch du, Jan, und ich glaube, ich auch bin zweimal in der Liste drin untereinander. Aber jetzt habe ich das verstanden. Gut. Genau. Aber du hast zumindest 10 Flüge in Folge tatsächlich gemacht, in weniger als 4 Tagen Abstand, die dich zweimal sozusagen über den ganzen Alpenbogen und wieder zurück. Also du hast quasi einen Wandersegelflug Jojo geflogen, kann man sagen. Ja, das lag daran, dass ich zu faul war, meine K6 abzurüsten, um sie von Unterwössen, wo sie wohnt, nach Olstadt, wo dieses Jahr das K6-Treffen stattgefunden hat, um sie da mit dem Hänger hinzufahren. Deswegen habe ich sie hingeflogen und zurückgeflogen. Genau, da bist du hingeflogen oder also einen hohen Schlepp und dann in marginalem Wetter dich nach Olstadt gemogelt und dann ein paar Tage später, ich glaube, es war doch fast eine Woche später, nämlich mitten in diesem Treffen, und da wollen wir jetzt auch einsteigen, bist du dann eben nach Bassonette geflogen und und Markus ist nach Saint-Crepin geflogen. Ich glaube, wir steigen ein oder bei diesem Oldtimer-Treffen in Ohlstadt. Vielleicht wollt ihr da ein bisschen erzählen, was ist dieses Treffen, was habt ihr da gemacht? Vor allem, es ist ja, glaube ich, ein K6-Treffen und Markus, du bist ja ein Elspatz. Haben die dich da überhaupt landen lassen oder wurdest du da, wie war das? Ja, angeregt. Also ich wusste davon von unserem gemeinsamen Freund Oliver Wolfinger, und als ich bei Jan anfragte, sagte er, ja, komm ruhig, ja, obwohl ich keine K6 habe, ja. Und also ich fühlte mich da immer sofort willkommen. Ich war, glaube ich, jetzt dreimal dabei oder sind schon viermal. Dieses Jahr hat es ja nicht in Unterwössen stattgefunden, wo der Jan das normalerweise austrägt, sondern in Ullstadt. Simon Grant hat das übernommen. Und das ist ja auch ein hervorragender Ausgangspunkt für Strecken ins Engadin, in die Berge. Und man kommt dann eben auch wieder gut zurück. Ja, bei Ullstadt ging das wohl auch. Königsdorf ist für mich mit dem Spatz nicht immer ideal. Da sitze ich dann oft in Benediktbeuern oder eben in Ullstadt, wenn ich von Königsdorf aus fliege. Weil der Gleitwinkel eines Spatzes ist doch beschränkt und die Endanflüge passen dann nicht so gut wie bei einem Arkus oder so. Mhm. Ich habe da. Ein K6 noch ein Hochleistungsflugzeug dagegen, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Ja. da gibt es ein sehr schönes Bild. Das wurde in Unterwössen aufgenommen, wo die ganze Flotte der K6en zusammensteht. Und ich darf das mal hier freigeben, wenn das geht. Und man sieht die da alle sehr schön aufgereiht. Und ganz links eben das ausgebrütete Kuckucksei, der Spatz. Ja. Und, das ist ein Baujahr, dieser Spatz, den du da fliegst? Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass es ein Oldtimer ist. Der ist nämlich von 1956, genauso wie ich. Und also dann eigentlich uralt sozusagen, ja? Dann wäre ich ja auch ein Oldtimer. Ja, ja. Aber ich glaube, er ist noch in deutlich besserem Zustand als ich. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe den Spatz restauriert, übernommen. Ja, und er ist einfach in sehr gutem Zustand. Und erwähnenswert wäre dazu noch, dass er hat
Jürgen und Marianne Hagemann haben das Flugzeug überholt und da kommt auch die K6 von Jan her. Ja, an dieser Stelle den beiden einen ganz, ganz herzlichen Dank, wenn sie dazuhören. Ja gut, also das war ja jetzt ein Bild von Unterwössen. Ihr wart dann da zum K6-Treffen in Ruhestadt. Ja. Und dann habt ihr gesagt, ja, Jungs, wir fliegen jetzt mal nach Südfrankreich. Nein, das habe ich so nicht gesagt. Also ich habe in der Früh wohl Jan von solchen Plänen murmeln hören. Er sagte irgendwas von Münster und ich hatte mir aber vorher selber schon das Wetter angeschaut und habe das für völlig utopisch gehalten. Ja, die Basis in den Vorbergen war absolut tief und Jan startete. Ich wusste nicht genau, was er vorhatte und als ich dann circa eine halbe Stunde später in der Luft war und nach meinem ersten Bad habe ich mal reingerufen und gefragt, Jan, und wo fliegen wir hin? Ja, oder wo fliegst du hin? Und ich hätte eher so gedacht, Richtung Schwäbische Alb oder sowas. Und dann sagte Jan, nein, ich bin jetzt doch in die Berge geflogen. Ja, ja, geht das denn überhaupt bei der niedrigen Basis? Ja, das würde schon gehen. Und er hätte eine Art Tunnel gefunden, wo die Basis deutlich höher ist. Ja. Naja, habe ich mir gedacht, was mache ich im Flachland, wenn das da geht, dann probierst du das auch. Den Tunnel habe ich leider nicht gefunden, ja, und musste anfangs ziemlich kämpfen und hatte dann sogar einen Tiefpunkt kurz vor Reutte, also bei Heiterwang, südlich des Plansees, wo ich circa eine halbe Stunde lang den Hang gebügelt habe, in sehr, sehr zerrissener Thermik konnte man das fast nicht nennen. Da ging es mal 50 Meter rauf und wieder 50 Meter runter. Und ich wollte fast das Handtuch schmeißen und habe gesagt, ich lande in Reutte und das ist mir einfach zu viel. Das war nichts für den Spatz, muss man sagen. Ja. Das war nicht nur für den Spatz eigentlich nichts, weil wir haben ja gerade von diesem Wandersegelflug von Felix gesprochen und die waren ja an dem Tag in Königshof und wollten über die Berge fliegen und die sind beide wieder rausgeflogen. Und das sind also, ich meine, hier, da war der deutsche Meister da und der hat gesagt, man kann nicht in den Bergen fliegen und der ist wieder ins Flachland geflogen. Ich selber wollte auch mit dem Arkus fliegen, da hatten wir einen technischen Defekt und ich habe noch zum Schorschi Bayer, mit dem ich zusammen geflogen wurde, gesagt, naja, heute verpasst man eh nichts bei dieser Basis. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich gehört habe, was ihr aus diesem Tag gemacht habt. Ich habe jetzt hier die beiden Flüge mal aufeinandergelegt, gezeigt. Man sieht in Blau den Markus und in Lila den Jan, der ein bisschen vorausgeflogen ist. Jan, vielleicht könntest du auch den Einstieg und das Wetter, weil du ja vorausgeflogen bist als Speerspitze, noch ein bisschen kommentieren. Und zwar, was ja wirklich auffällt, dieses Jahr und auch letztes Jahr sind ja einige solche Traversflüge nach Südfrankreich passiert und auch lange Zielrückkehrflüge nach Westen. Die haben ja alle eins gemeinsam gehabt, dass die nämlich fast alle bei Wetterlagen geflogen sind, die relativ kräftigen Nordwestwind hatten und die aus der Restfeuchte in den Ostalpen raus eben schleichend nach Westen ins bessere Wetter reingekommen sind. Also ich habe tatsächlich aus dem Flug drei wichtige wettermäßige Dinge gelernt. Das eine ist diese etwas rückseitenartigen Lagen. Also noch sehr feucht, möglicherweise insbesondere am Alpenrand tiefbasig. Deswegen am Alpenrand tiefbasig, weil der am schlimmsten betroffen ist von dem Nordstau. Es ist jetzt keine echte Nordstaulage. Bei einer echten Nordstaulage regnet es bei uns und wir haben Hochwasser und so. Das geht dann doch nicht, um nach Frankreich zu fliegen. Aber nach dem Frontdurchgang hat der Wind natürlich, haben wir Nordwestwind, wir haben also eine Nordkomponente. Das heißt, der Alpenrand ist schon ein bisschen angestaut. Und die erste Sache, die ich da gelernt habe, wahrscheinlich brauchen wir für diese Frankreich-Abenteuer am ersten Tag diese tiefbasigen, rückseitenartigen Nordwestlagen. Wir brauchen sie einfach deshalb, weil wir die Zeit brauchen. Also insbesondere wir mit den Holzflugzeugen.
angelegt war das ganze Ding für mich auf 4 Tage. Also erster Tag von Ohlstadt nach Münster im Oberwallis. Zweiter Tag von Münster irgendwo nach Südfrankreich. Dritter Tag zurück von irgendwo in Südfrankreich nach Münster. Und 4. Tag dann von Münster zurück nach Ohlstadt. Das wäre der Plan gewesen. Und das erfordert 4 Tage. Und wenn ich 4 Tage lang am Stück eine Wetterlage haben will und dann im Osten dieser Wetterlage starten muss, was ja mal prinzipiell ziemlich dumm ist, weil das Wetter von West nach Ost zieht, dann muss ich wirklich die allererste Chance ergreifen, die ich in diesem Wetter überhaupt fliegen kann. Und das heißt, wahrscheinlich ist zwar oben drüber schon der Hochdruckeinfluss, aber unten drunter noch eine tiefe Basis, noch viel Restfeuchte. Und wenn ich Pech habe, aufgrund des noch vorhandenen Nordkomponente im Wind, auch der Alpenrand noch angestaut. Also das ist mal so die erste Erkenntnis mit unseren langsamen Flugzeugen. Wenn wir 4 Tage brauchen, dann müssen wir an so einem Tag losfliegen. Lustigerweise hatte ich jetzt genau dasselbe Erlebnis nochmal. Ich bin letzte Woche nochmal mit einem Duodiskus runtergeflogen. Ein Tag hin, ein Tag zurück. Und das ging genauso los. Also der erste Tag war auch wieder so Tiefbasis am Alpenrand. Das Problem ist ja oft, dass die Wetterlagen gar nicht 4 Tage lang sind, sondern nur 2 Tage lang. Und gerade dann hat man das Problem auch mit einem Duo-Diskurs. Ja, stimmt, da hast du dasselbe Problem, nur kurz. Die zweite große Erkenntnis ist, lasst euch nicht abschrecken von der Wetteroptik am Alpenrand. Denn wenn wir Glück haben, ist diese tiefe Basis, die die Alpen oder die Berge unfliegbar erscheinen lässt, möglicherweise wirklich nur der Stau am Alpenrand. Und es betrifft wirklich nur die erste Kette oder die ersten 2 Ketten. Das ist natürlich ein bisschen Glückssache. Und es setzt voraus, dass inneralpin, also das, was am Alpenrand der Stau ist, ist inneralpin die Restfeuchte, die da einfach nicht ausgeräumt wird. Und da muss man ein bisschen Glück haben, dass die doch schon ein bisschen besser weg ist. Grundsätzlich haben wir ja den Vorteil, wir fliegen nach Westen, also in das neue Hoch. Aus Westen kommt das hoch, also die Zeit spielt für uns und unsere Flugrichtung spielt für uns. Trotzdem sehen die Wetterlagen am Alpenrand gruselig aus, aber man muss eben verstehen, dass das speziell der Alpenrand ist, der so gruselig aussieht. Und da könnte ich mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie es von Königsdorf aus aussah, aber ich könnte mir vorstellen, Königsdorf ist eben doch dieses kleine Stückchen weiter im Flachen draußen. Und wenn ich dann aus dem Flachen in diesen angestauten, noch tiefbasigeren Alpenrand fliegen soll, dann finde ich die Entscheidung ziemlich vernünftig zu sagen, das hat da drin keine Zukunft. Lass das sein. Wir hatten in Ohlstadt das Glück, zum einen, dass es schon da in den breiten Ohlstädter Talausgang ging. Ich hätte in 300 Metern über dem Platz klinken können. Sowas traue ich mich nur nicht. Markus hat das gemacht, ja. Markus hat im Flachland geklinkt. Okay. Oder? Und das ging. Ja. Du hast ja, es war ja auch nicht vorgesehen, in die Berge zu fliegen. Ja, ja. Okay, das hilft natürlich. Ja, ja. Dann musste ich allerdings noch hier einen kleinen Wollknäuel machen, bis ich dann etwas höher kam. Und dann sieht man etwas weiter da am Plansee, wo ich die Bremse eingelegt habe. Ja, aber zum Glück dann doch wieder hochgekommen und dann sachte und vorsichtig weitergeflogen. Und muss sagen, also in dem Moment, wo ich an den Fenetberg kam, war die Situation eine ganz andere. Ja, da, auf Basis 3000 Meter. Ja. Da sind wir dann auch genau, die Basis. Und dann ist es ja normales Alpenfliegen, sage ich mal. Ja, also dann war für mich klar, jetzt fliegen wir ins Engadin. Mhm. Und, genau, das war jetzt die Frage. Und zu dem Zeitpunkt war aber Frankreich auch noch gar kein Thema für dich. Nein, überhaupt nicht. Nein. Okay. Ich habe mich gefreut, dass ich die Entscheidung, also dank der meteorologischen Weitsicht von Jan, der mich ja dafür verführt hat, in die Berge zu fliegen, da war ich ihm sehr dankbar dafür. Und und dann bin ich halt ins Engadin geflogen. Ja. Und nachdem ich wusste, dass Jan dort schon früher ankommt, habe ich irgendwann mal angefragt, wo er denn weiterhin fliegen will, wenn er denn im Engadin ist. Und da meinte er, er will mal versuchen, nach Münster zu fliegen. In Münster müssen wir vielleicht jetzt erklären, für diejenigen, die nicht so gut auskennen, wir sprechen ja. Also wir wussten, dass in Osnabrück, sondern nein, Münster das ist ein kleiner Flugplatz, wo ab und zu mal ein Fluglager ist hinter dem Furka-Pass. Genau da. Genau.
was eben strategisch sehr gut gelegen ist, wenn man wirklich nach Südfrankreich wollte, war zu dem Zeitpunkt für mich überhaupt keine Option, sondern ich habe mir gedacht, Münster, ja, ich bin ja für jedes Abenteuer zu haben, ja, dann fliege ich auch mal in diese Richtung. Ja, und da war eben auch so die Idee, dass man eventuell abends nicht mehr in Ohlstadt landet, sondern ich habe dann noch von Jan die Information bekommen, dass das LSR 9, das Schießgebiet am Rheinwaldhorn, aktiv ist. Habe das in meinem Tamagotchi gesucht und auch auf der Karte. Und da ich es nicht gefunden habe und wusste, wenn ich weit genug südlich fliege, umgehe ich das auf jeden Fall. Ja, seht ihr da, meine Route war ziemlich weit im Süden. Es geht durch Gelände, was mir auch völlig neu war. Ja, deswegen auch sehr aufregend und spannend. Und man konnte auf den Lago Maggiore und auf den Comersee hinaus sehen. Ja, und ich hatte die Sicherheit der Landemöglichkeit in Lodrino, was gleich neben San Vittore liegt, oder Locarno. Ja, und später dann auch Domodossola, Masera. Und als ich dann in die Reichweite oder Nähe von Münster kam, ja, fragte ich mal wieder, ob Jan schon gelandet ist. Und Jan sagte, nein, ich werde versuchen, noch weiterzukommen, eventuell bis Aosta. In dem Moment habe ich gedacht, jetzt lässt er mich da ganz alleine. Da lande ich da. Wie spät war es jetzt da so ungefähr? Lassen wir mal so grob sein. Im zeitlichen Kontext, also ist ganz interessant. Und zwar, Jan war ja deutlich voraus, auch durch den früheren Start und das schnellere Flugzeug und den etwas besser gelungenen Abflug, denke ich mal auch. Jan war im Prinzip Querabsammel da um 14.30 Uhr, was jetzt erfahrungsgemäß für einen Südfrankreich-Flug eher an der späten Seite, aber noch nicht aussichtslos ist. Mhm. Markus war quer ab Samedan um 15.30 Uhr Lokalzeit, was auch mit einem offene Klasse-Flugzeug für eine geplante Landung in Südfrankreich eigentlich nicht mehr denkbar ist, muss man sagen. Ja. Also daran habe ich auch überhaupt nicht gedacht. Ja. Ich hatte dann kurzzeitig noch den Zweifel, ob ich denn überhaupt meinen Geldbeutel und Visakarte dabei hätte, weil ich ja in der Früh etwas gezahlt hatte und hatte jetzt die größten Zweifel. Das war aber nicht nur der Anlass, warum ich dann gedacht habe, naja, wir versuchen es mal weiter Richtung Aosta. Hm? Weil ja, wenn du in Münster landest und Jan nicht dort ist, du dann niemanden hast, der deine Rechnungen auslegen kann. So ist es. Ja. Also der Gedanke kam tatsächlich auf. Reiner Eigennutz. Also eigentlich wolltest du gar nicht, es ging nur darum, du brauchtest jemanden, der dich auszahlt. Genau. Ja. Ja. Also das hat sich dann hinterher herausgestellt, dass ich doch alles dabei hatte, Papiere und Geldbeutel und so weiter. Außer, also das sage ich später, ich bin dann einfach weitergeflogen und als ich auf der Höhe von Masera kam der Gedanke auf, vielleicht doch östlich des Monte Rosa Massivs vorbeizufliegen, was ja erstens deutlich kürzer ist und auf der anderen Seite ich mir die hohen Passübergänge sparen würde. Aber wie so oft hingen da die Wolken ziemlich tief und es war mir nicht sicher, ob man da durchkommen würde. Vor allen Dingen diese kleine Hügellandschaft dort, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Und also die sind ganz schön hoch, die da runtergehen von Monte Rosa. Und wenn man da genau da, wo jetzt die Maus ist, wenn man da außen rumfliegen müsste. Das hat ja der Gabriel Rosier auf seinem großen Flug gemacht. Ich habe mir das angeschaut. Ja. Und ich bin ja, meine fliegerische Heimat ist ja auch Barcelonette und ich bin da auch schon zweimal vorbeigeflogen. Aber das sind ganz spezielle Wetterlagen. Ja. Und so sah es an dem Tag nicht aus. Also weiter Richtung Mattertal. Ja. Markus, eigentlich kurz eine Frage, weil es vielleicht die Zuschauer interessieren könnte. Ich glaube, viele von denen, die zuschauen, haben so ein Flugzeug von der Leistungsfähigkeit des Spatzen allenfalls in der Schulung mal erlebt und nur in der Platzrunde oder in der sicheren Platzumgebung.
jetzt geht ja deine Route da durchs Tessin schon quer über viele große Täler. Ja, ja. Insbesondere der Teil da eben bis quer ab Münster. Planst du da irgendwas? Machst du da irgendwas? Ja, also ich plane. Rechnest du einen Endanflug auf den nächsten Auslöser? Oder genau. Wie man sieht das? Ja, dass diese Nord-Süd-Rippen jeweils guten Bart hergegeben haben. Und dann fliege ich auch oft im Gleiten so, dass ich einfach sicher bin, dass ich über Hangkante ankommen, weil es doch immer mühsam ist, sich von da unten rauszuarbeiten. Ja. Aber im Großen und Ganzen hat das eigentlich sehr schön funktioniert. Ja, man sieht auch, wie gerade da deine Linie geworden ist. Das finde ich, also nachdem ich ja eine schnelle, leistungsfähige, weitgleitende K6 fliege, finde ich das sehr beeindruckend, wie geradlinig da unten dein Streifen quer über diese Nord-Süd-Rippen geworden ist. Ja, ich habe da kein Lineal angelegt, das haben wohl die Bärte so festgelegt. Und ja, also war zum Teil also wirklich Neuland für mich, ja, und fand es einfach sehr spannend. Ja. Und ja, aber wie gesagt, also da war jetzt kein Tiefpunkt dabei. Das war ein normaler Streckenflug, hochkreisen, weit gleiten, soweit eben der Spatz trägt. Ne? Und dann ging es natürlich dann erstmal an der Rippe, die da in das Saas-Fee-Tal hintergeht. Da bin ich, glaube ich, das erste Mal etwas höher gekommen oder was? Nein. Und ja, du warst hier das erste Mal auf 4000. Ah, nee, Schwan, das ist ja Jan. Nein, das ist der Jan. Nein, nein, also richtig hochgekommen bin ich dann erst am Dom. Ja. Genau. Und da hatte ich dann auch schon einen gewissen Optimismus, dass ich es nach Aosta schaffen kann. Aber dazwischen steht noch eine Mauer. Ja. Und die ist ja nicht niedrig, dieser Pass. Also alle, die da schon mal in der Gegend 3-3. Und der sehr hoch ist, und auch mit Kunststoffflugzeugen, ist es immer ein knapper Überflug. Deswegen finde ich das faszinierend, dass ihr beiden das mit so alten Holzkisten gemacht habt. Ja. Und es ist 18.30 Uhr inzwischen. Das muss man auch nicht vergessen. Es ist 6:30 am Abend im Mattertal. Ja. Also es war abzusehen, dass der Gleitwinkel nicht reicht. Der ist, wie gesagt, auch nicht unendlich bei so einem Spatz. Und ich bin trotzdem frohen Mutes und die Hoffnung stirbt zuletzt auf diesen Pass, Theodulpass 3-3, zugeflogen. Und das wird dann da letztendlich sehr flach. Also diese Gletscherhochebene am Theodulgletscher, das steigt nicht steil an und dann hat man auch nicht immer so viel Luft unter den Flügeln. Und ich bin in einen völlig unerwarteten kleinen 1-Meter-Bart, vielleicht 0,8, kurz vor dem Pass gestoßen. Den habe ich natürlich nicht mehr ausgelassen, bis ich hinüberschauen konnte. Und habe mich dann hinübergestürzt. Und kaum war ich auf der anderen Seite, hat mich natürlich riesen Freude beflügelt, weil mir dann klar war, also jetzt komme ich nach Aosta. Und da stand ein 3-4 Meter Bart. Genau, ich habe jetzt gerade die Phasenanalyse eingeschaltet hier. Mhm. Und also du hast, wie du es gesagt hast, du hast erstmal 200 Meter mit 1,2 gewonnen vor der Passhöhe und dann genau auf der Passhöhe drauf sind es 3,8 Meter pro Sekunde, 679 Meter Höhengewinn. Und genau. Muss sich gut angefühlt haben, ja. Ja, sehr gut. Den kann man ja nicht so einfach stehen lassen, gell? Weil und dann bin ich schon mutes weitergeglitten. Wie spät ist es jetzt, Benni? Ja, jetzt ist es, also der gute Bart war um kurz nach 6:30. Ja. Wo war Jan da zu dem Zeitpunkt? Genau, nur kurz zu Jan vielleicht spulen, der zu dieser Zeit. 6:30 hatte ich schon. Ich glaube, 6:30 wusste ich schon sicher, dass ich mindestens Solier habe. Genau, du warst jetzt gerade über den Col de Caro drüber um 6:30, genau. Jan, wie ist denn dein Entscheidungsprozess gelaufen, als du dann über den Theodulpass drüber warst bei Aosta?
Wolltest du in der Oster landen oder dann doch nicht? Wie ist das abgelaufen? Also es gab zwei ganz, ganz wichtige Entscheidungen, wo du, Benni, mir eigentlich den entscheidenden, ja nicht die Entscheidung abgenommen hast, aber den entscheidenden Satz geliefert hast. Manchmal ist es ja ein Satz. Wie gesagt, ursprünglich wollte ich ja nur bis Münster, weil eben in Münster das Fluglager war. Ist übrigens ein sehr, sehr empfehlenswertes Urlaubsziel. Also nicht nur als Zwischenstopp für einen Wandersegelflug, sondern auch für einen Fliegerurlaub ist dieses Fliegerlager in Münster eine super Sache, findet jeden Sommer statt. Muss man googeln nach Flugplatz Münster oder so, dann findet man das wirklich großartig, mitten in den Schweizer Hochalpen. Das wäre eigentlich mein Ziel gewesen und da war ich, glaube ich, um 16 Uhr. Und da kam von dir, Benni, eine WhatsApp: Rechnerisch ist Saint-Crépin noch drin. Und da habe ich zum ersten Mal überhaupt einen französischen Flugplatz in den Rechner gemacht. Ich glaube, dass, also da sind natürlich unterschiedliche Leute unterschiedlich disponiert. Ich muss sehr genau gucken, wann ich zum ersten Mal ein fernes Ziel in den Rechner tue und wann nicht. Also wenn ich mir nach dem Start in Olstadt, wenn ich mir da Barcelonette in den Rechner gedreht hätte, dann hätte da irgendwie 500 Kilometer gestanden und dann hätte ich das auch für unmöglich gehalten. Aber nachmittags um 4, quer ab Münster, in dem Fall nicht Barcelonette, sondern Saint-Crépin reindrehen, dann steht da weniger als 250 Kilometer. Und das ist, glaube ich, ein guter mentaler Trick, zu dem du mir da verholfen hast. Denn wenn ich mir die Frage stellen würde, an meinem Heimatplatz oder irgendwo, ich bin 3000 Meter hoch, es ist nachmittags um 4, traue ich mir zu, noch 250 Kilometer zu fliegen? Ja, klar. Also das ist ja dann, das ist jetzt nicht, das ist nicht geschenkt, das ist Made Wiesen, wie der Bayer sagt, aber das ist im Rahmen des Denkbaren. Ja? Morgens um 11 sich vorzustellen, ich lande heute Abend in Südfrankreich, das ist an einem bayerischen Alpenrand mit 1700 Meter Basis nicht im Rahmen des Denkbaren. Deswegen versucht man das lieber nicht zu denken. Aber so ungefähr ab der Hälfte dreht mal das ferne Ziel rein und dann ist das gar nicht mehr so fern. Dann sind das 200, 250 Kilometer to go. Also das war die erste wichtige Entscheidung, kam wie gesagt von dir, Benni, der Satz Saint-Crépin ist rechnerisch noch machbar. Und die zweite wichtige Entscheidung war über Aosta, weil da hätte ich ja unter mir Aosta gehabt. Aber ich glaube, Markus, dir ging es so ähnlich. Wenn man es ins Aostatal reingeschafft hat, dann guckt man da 2000 Meter senkrecht nach unten auf den Flugplatz. Da geht man nicht landen, ja? Weil dafür müsste man Klappen ziehen oder sowas. Selbst mit solchen Flugzeugen wie ihr müsstet ihr Klappen ziehen. Selbst wir müssten Klappen ziehen. Wobei die erstaunlich wirksam sind. Aber da kam die zweite wichtige Idee von Benni. Da schriebst du nämlich sowas sinngemäß, Solière ist auch kein Beinbruch. Solière ist dieser Flugplatz in der Maurienne, im Modanetal, wie es manche nennen, ist ein wunderschöner Flugplatz, kann man safe landen, aber da gibt es halt keine Segelflieger und da gibt es keine Schleppmaschine. Und aus Solière rausschleppen geht wohl, aber soweit ich weiß, dürfen das nicht alle Schlepppiloten. Also man könnte einen aus Saint-Crépin oder einen aus Barcelonette kommen lassen, muss aber jemand sein, der so eine Art Solière Airport Rating hat. Klingt alles im ersten Moment ein bisschen dramatisch, aber ist, wie Benni geschrieben hat, ist kein Beinbruch. Und das hatte ich einfach nicht auf dem Schirm. Und von Aosta nach Solière ist erstmal nicht sehr weit, vor allem aber ist es von den Gleitoptionen so, dass ich entweder Aosta safe habe oder ich habe Solière safe. Also man kann sich dazwischen nach allem menschlichen Ermessen nicht versenken. Und das war für mich die zweite große Entscheidung in dem Flug, auch eben wieder durch Bennys Input motiviert, es zu probieren, weil, ja, was ist der Worst Case? Das ist auch, glaube ich, noch ein wichtiger mentaler Trick. Fragt euch, was ist der Worst Case? Der Worst Case wäre gewesen, ich sitze in Solière auf einem Flugplatz. Ja, so what? So nicht schlimm. Und alles andere lösen wir morgen. Ja? Der wird dann schon in den Schlepper kommen. Und deswegen habe ich da dann zwischenzeitlich tatsächlich mal im Rechner runtergedreht von Saint-Crépin, was ich ja schon mal drin hatte. Wir haben Münster, hatte ich ja schon Saint-Crépin drin. Und da habe ich das tatsächlich mal runtergedreht auf Solière, einfach um mich zu motivieren, dass das geht. Genau, das war der Entscheidungsablauf.
Ja, dann hattest du um 19 Uhr, Jan, ja im Prinzip über den Col de Tâche hinweg dann auch gut Innernflug, zumindest auf diese französischen Plätze und dann Ja. auch auf die gute Innernflugthermik, die in der Brioisonnée am Abend sicher stand. Um 19 Uhr ungefähr war Markus allerdings erst über Oster. Ja, also ich war ja da auch hoch und wie Jan gerade so schön gesagt hat, also meine Idee war einfach nach Süden die Höhe abzufliegen und dann umzudrehen und in Aosta zu landen. War ja schon überglücklich, überhaupt so weit gekommen zu sein. Und ich bin schon mal in Aosta gelandet, nicht mit dem Spatz. Und die Leute sind dort sehr freundlich. Und also ich war eigentlich schon hoch motiviert, das war alles gut. Und ja, jetzt war es so, dass Jan hat gesagt, er hat südlich von Aosta nochmal ein Bad bekommen. Ja, also jetzt ohne große Hoffnung, aber ich bin halt auch einfach dann weiter nach Süden geflogen und habe da tatsächlich auch nochmal tanken können. Ja. Jetzt kam der Col de Carro, das ist eben, wie Jan auch sagt, der, wo man sich entscheiden muss, der Pass, wo man sich entscheiden muss. Und die gleiche Idee, dass ich mir gedacht habe, so yeah, ja, da komme ich sicher hin. Erfreulich ist es nicht. Aosta ist deutlich bequemer, weil ich da wieder rausgeschleppt werden kann. Aber ich bin dann einfach weitergeflogen. Und hatte dann sogar, weil da ja also das Gleiten ganz gut ging, sogar noch die Hoffnung, über den Col de Tâche zu kommen. Das hat dann um 100 Meter leider nicht gepasst. Und der Col de Tâche, der hat, glaube ich, 2,8 und 2,8 ich hat er, genau. Und du bist hier in 2,7 unterm Holtasch, angekommen. genau. Ja, Ja. wo du jetzt genau bist, diese Grete, die hat mich schon mal schon mehrfach über den Col de Tâche geholfen, weil wenn man dort den Talwind noch draufstehen hat, dann kann man da im Hangflug hochkommen und kommt dann über den Col de Tâche. Das habe ich sofort gesehen, dass der tot ist und bin dann erstaunlicherweise an einen Ort, wo ich noch nie vorher war, nämlich hier in dem Talschluss weiter hinten. Und da hat etwas ganz Leichtes angebissen. Und solange man noch in der Luft ist, gibt man nicht auf. So hier ist in Reichweite, kann ich jederzeit landen. Und Aber da siehe müssen wir jetzt da, auch noch mal kurz auf die Zeit schauen, wo du da eingestiegen bist, das bitte. war Was ist 20 wieder nach von? 8, soweit ich weiß. Genau, 20:17 Uhr ist es an dieser Stelle hier, ja. Und jetzt geht's los. Man kann es auch rechts unten im Barogramm sehen, Ja, es wie ist. es jetzt losgeht. Also, wann bist du gestartet? Du bist um 10 Uhr oder 10:30 Uhr, oder wann war jetzt ja die Ja, gestartet? nein, nein, das 12 Uhr. war Ihr seid relativ spät gestartet, 12 Uhr. kurz vor 12, glaube ich, oder Okay, so aber war gut. das. Also du warst jetzt 8 Stunden unterwegs. Ja, Bereits. das war. Und dann abends um 20 nach 8 kam Ja. ja, 0,3 Meter Hammer. Ja, also ich glaube, da macht sich dann natürlich ein Spatz sehr positiv bemerkbar, weil du kannst eng rum und er steigt und ich fühle die Luft und ich weiß nicht, ob mir das auch mit einem Kunststoffflugzeug so gut gelungen wäre, mich dort wieder hochzubasteln. Gegen Ende zu hat, also der Bart hat sich immer wieder versetzt angefühlt oder versetzt, ja. Und es waren da drei, viermal so die Momente, wo ich gedacht habe, jetzt ist aus, geht nicht mehr. Und dann noch mal ein bisschen rumgesucht und dann ging es wieder weiter. Und am Schluss hat er sich sogar relativ gut entwickelt. Und ich bin dann, ich kann es jetzt nicht sehen, weil die anderen Bilder davor sind, habe ich gesehen, ich komme über den Col de Tâche. Ich Dann war habe 25 Minuten abends um 20 nach 8 bis 8:45 Uhr. Hast du da, ich weiß nicht, sieht man irgendwo das durchschnittliche Steigen von diesen Ich habe Bahnen? es hier gerade eingeschaltet. Also die Phasenanalyse hat das zerlegt in verschiedene Ach Werte, weil es so, ja auch alle eben, verschiedene Werte so waren, war's. die alle so zwischen 0,3 und 0,6 gewesen sind. Also unfassbar. Ja, sowas sitze ich schon mal aus. Und ich bin dann losgeflogen und habe aber meine größten Zweifel gehabt, ob das, was mir XC-Sensor anzeigt, auch stimmt, dass ich da wirklich nach St. Crepin kommen würde.
Ich habe dann wirklich nochmal geschaut, ob ich auch wirklich die richtige Polare drin habe, ja, weil ich das Gerät. Ich muss an der Stelle vielleicht dazu sagen, dass du auch noch eine Glasflügel 304 hast. Fliege, ja. Und dass da vielleicht ein gewisses Fehlerpotenzial vorhanden ist. So ist das, ja. Aber also es zeigte positiv auf St. Crepin an. Ich bin dann weitergeglitten an der Plampinett-Kräte, da wo du jetzt gerade hinzeigst, da war nur noch tote Luft, auch gegenüber an der Crête de Payrol, rote Wand, glaube ich auch, ja. Und ab da bin ich dann konsequent Talmitte geflogen, was ich eigentlich, das war sehr gut, ja. Also da war dann immer vermindertes Sinken und ich bin, glaube ich, noch mit 700 Meter über Platz angekommen, ja, und vor lauter Freude noch ein bisschen drüber hinausgeschossen. Und dann bin ich dort gelandet um 10 vor 10 oder sowas war es, glaube ich. Genau, du bist gelandet um, ja, genau, ja. Um Viertel vor 10 und 10 vor 10, ziemlich genau, ja. Ja, ja. Und ja, da saß ich in meinem Flieger und konnte das alles gar nicht so recht glauben. Ich bin auch gar nicht ausgestiegen. Ich blieb war da einfach. Waren Leute noch da um die Zeit auf dem Flugplatz? Weil sagt, das ist ja jetzt auch nicht so der hochfrequentierende Flugplatz. Nein, der Flugplatz war absolut verlassen. Und es war kein Mensch weit und breit. Und dann bin ich ausgestiegen und habe mir meine 7 Sachen zusammengeklaubt und dachte, jetzt muss ich mal in das etwa 3 Kilometer, 4 Kilometer entfernte St. Crepin. Pilgern. Hast du dann festgestellt, dass du auch einen Geldbeutel dabei hast? Oder wusstest du? Ja, erfreulicherweise. Erfreulicherweise habe ich das. Das hast du tatsächlich erst bei der Landung festgestellt. Ja. Super Geschichte. Naja. Wobei eigentlich wäre es ja schön gewesen, wenn du jetzt in dieses Dorf gelaufen wärst und gesagt hast, also ich bin mit dem Segelflugzeug aus Deutschland ohne Geldbeutel angekommen. Ja. Ja, also dass ich mit dem Segelflugzeug angekommen bin, ich habe ja dann tatsächlich auf dem Flugplatz noch eine Hütte gesehen, wo noch ein kleines Licht brannte, bin dann da hingegangen und habe geklopft und da saß Philipp, ein Gastfluglehrer, dem ich erklärte, dass ich da jetzt gelandet bin und der schaute mich ungläubig an und sagte, nein, da landet jetzt keiner mehr. Ja, ob das denn ein Motorflugzeug wäre, ja. Habe ich gesagt, nein, ein Segelflugzeug. Ja, und wo ich denn gestartet wäre, dann habe ich gesagt, in Deutschland. Dann hat er mich noch ungläubiger angeschaut. Ja. Und dann wollte er auch noch wissen, um was für ein Flugzeug es sich handelt. Und das hat er mir dann überhaupt nicht mehr geglaubt. Komisch, es ist jetzt nicht nachzuvollziehen. Dann habe ich gesagt, kommst du mal mit raus. Und da stand mein lieber Spatz. Und dann hat er sofort den Philipp Napoleon, Chefpilot von St. Crepin, angerufen und hat gesagt, du, hier ist ein Verrückter gelandet, der kommt aus Deutschland mit einem Spatz. Und nachdem Philipp 3 renovierungsbedürftige Spatzen unter der Decke hängen hat im Hangar, ja, hat er gesagt, ich komme sofort. Und kaum war der da, konnten wir meinen Spatz in den Hangar stellen. Und er meinte, als erstes bräuchte ich doch jetzt ein Bier, womit er ziemlich recht hatte. Und dann habe ich sogar noch was zu essen bekommen und durfte bei ihm im Gästezimmer oben übernachten. Schlafen konnte ich erstmal bis 4 Uhr in der Früh nicht. Die Eindrücke waren sowas von stark. Und vor allen Dingen kam ja auch immer dieser Gedanke auf, jetzt bin ich ganz toll weit weg geflogen, aber ich muss ja auch wieder zurück. Ja, also ja, das war der Flug, aber das Ganze war ja auch so eine kleine mehrtägige Reise, kann man sagen. Vielleicht noch ganz kurz, Jan, du bist ja in Barcelonette gelandet. Wann bist du gelandet? Ja. Ich glaube kurz nach 8, oder? Kann das sein? Also ich meine, ich wäre ungefähr gelandet, als Markus noch um den Col de Tache gekämpft hat. Okay. Moment, kann ich aber nachgucken. Ja, nee, also ich glaube, ich hatte jetzt auch sowas von 20 Uhr. Ich glaube, genau. Ja, ja. Um 7:45, glaube ich, bist du gelandet. Vielleicht darf ich noch mal sagen. 8:30 oder so. Aber ich bin ja noch ein bisschen, in Barcelonette ist immer das Schöne, falls man es schafft, nach Barcelonette zu kommen, kommt man eigentlich mit ziemlich viel überschüssiger Höhe in diesen Talkessel.
Und dann trägt dieser ganze Talkessel noch wunderschön und dann kann man da noch so richtig genießen. Ich habe dann zum Schluss tatsächlich Klappen gezogen, weil ich dachte, ich muss ja vielleicht noch ein bisschen organisieren. Ich bin doch, glaube ich, 8:45 erst gelandet, aber nach all dieser Rumspielerei. Und ich hatte den Luxus, ich hatte dort Freunde von dem Verein in Barcelonette, der hatte ich vorher schon angeschrieben. Also eigentlich war schon alles organisiert mit Unterkunft und Essen und allem, bevor ich landete. Das war aber auch, also die, ich glaube, die Erfahrung, die Markus gemacht hat, dass einem unheimlich viel Hilfsbereitschaft entgegenschlägt, die macht wahrscheinlich jeder, der Wandersegelflug macht. Gehört, finde ich, also neben den schönen fliegerischen Erlebnissen, trägt das auch mit dazu bei, dass die Wandersegelflüge so unvergesslich bleiben. Aber ich finde, es ist auch das Schöne unter den Segelfliegern. Ich finde es auch selbstverständlich, als hier, also bei mir mehrfach schon Leute haben bei mir übernachtet, weil ich freue mich dann immer, wenn die Leute da sind, dass man ratschen kann, wenn die ja Wandersegelflug sind, ne? Also das ist doch super. Ne? Also wie gesagt, an dem Tag waren ja die Wandersegelflieger bei mir und die wollten in die Berge fliegen und ihr seid einfach runtergeflogen. Ne? Ja, ich glaube, wir schauen noch kurz auf die nächsten Tage, um ja, Markus. Ich möchte noch ganz kurz was dazu sagen. Wir sind ja beide da beim K6-Treffen gestartet und man hat mir erzählt, dass dann eine Zusammenkunft war, schon nach dem Abendessen und alle Leute da saßen und uns da verfolgt haben. Ich glaube, selbst Jan, du hast mich noch am Schluss verfolgt von Barcelonette aus. Und ja klar, ich habe dich auch aus der Luft schon verfolgt. Das war ziemlich die wollten alle ins Bett, Markus, aber sie konnten nicht, weil du bist ja noch geflogen. Ja, die sagen, wollte ich nicht sagen, genau so war es. Die meinen, es wäre sehr spannend gewesen. Und für mich war es das natürlich auch, aber das kriegst du natürlich nicht mit, dass du so viele Leute hast, die da mitfiebern, wenn du da ganz allein irgendwie im hinteren Modane-Tal hängst. Ja. Also das im Nachhinein, das hat richtig mein Herz erfreut. Das fand ich schön. Ja. Ja, dann genau, dann am nächsten Tag habe ich ja dann den Flug nach Barcelonette gemacht, was ja sozusagen auch meine zweite fliegerische Heimat ist. Ich habe dort meinen Flugschein gemacht und ich habe dort auch einen Wohnwagen stehen. Ja. Und ich habe dann bin um 2 Uhr, glaube ich, an der Winde gestartet in Saint-Crépin und der Tag war ja super und habe dann noch einen Abstecher zu den Écrins gemacht. Und habe mich einfach gefreut, in meinem südfranzösischen Revier mal mit dem Spatz zu fliegen. Das war für mich schon was ganz Besonderes. Ja. Und bin dann am Abend in Barcelonette gelandet, was natürlich für mich dann so der Höhepunkt mit dem Spatz einmal nach Aber du hattest ja keinen Schlüssel für den Wohnwagen dabei. Ja, das war, den Geldbeutel hatte ich wohl dabei, aber nachdem es ja nicht vorgesehen war, hatte ich nicht den Schlüssel des Wohnwagens dabei. Ja, ich bin dann bei einem netten Freund untergekommen. Um diese Geschichte so ein bisschen abzuschließen, an dem Tag, Markus, bist du, Jan, bist du ja bis Münster dann zurückgeflogen? Ne? Ja. Ja, wir haben uns leider gar nie gesehen auf dieser schönen Reise. Und Markus, du bist am darauffolgenden Tag dann auch klar bis Münster zurückgeflogen. Richtig? Nein, ich habe dann am darauffolgenden Tag bin ich noch mit einer netten Dame im Duo geflogen. Die wollte einmal den Lac St. Croix sehen und das war eigentlich ganz schön. Ich in Bayern und in den Nordalpen sah es nicht so aus, als wenn man da an dem Tag zurück hätte fliegen können. Und okay, die Idee war ja ohnehin, das dann auf 2 Etappen aufzuteilen. Münster und dann zurück nach Ullstadt. Der Flug zurück, kann ich vielleicht auch noch ein bisschen was dazu sagen, der dann 2 Tage später, den ich dann angetreten habe, der fing ziemlich schwierig an. Es war ja auch ziemlich starker Nordwind. Und ich habe einfach alles mitgenommen und oben bleiben. Und dann kam
die Maurienne und das Aostatal und das hatte 8 Achtel hohe Zirren und war jetzt eigentlich nicht so toll. Und noch dazu gegen diesen starken Nordwind. Und der wurde dann besonders problematisch im Valpelline über dieser Kante. Da standen zwar schöne Lentis drüber. Ich kann euch nachher noch ein paar Fotos zeigen von der Reise. Aber da waren eigentlich nur ganz heftige Rotoren, ja, oder ja, so zerrissene Thermik. Und ich habe einfach versucht, da die Höhe zu gewinnen, um über den Theodulpass bzw. die schon angesprochene Mauer zu kommen. Ist mir leider auf Anhieb nicht gelungen. Ja, ich bin halt da im Leh ganz fürchterlich abgestürzt. Und wie ich dann umdrehte und mich eigentlich schon fast Richtung Aosta orientieren wollte, habe ich mitten über der Hochebene von Cervinia einen schönen 2-Meter-Bad gefunden. Hm. Da sieht man im Baugramm, wie du diese 2 Stufen runterfällst, ja, und dann geht es über der Talmitte wieder los, ja? Genau, also ich konnte direkt im Lee vom Matterhorn, konnte ich nur in den Achten, die man da sieht, ist es eigentlich ganz gut gestiegen, aber das hat nicht gereicht, um eben da über die Mauer zu kommen. Und aber der nächste Bad, der hat es mir dann erlaubt, denn der ging sogar, ich kann es von hier nicht sehen, der ging, glaube ich, genau auf 4. Ja, genau. Und das war also ein richtig freudiger Moment. Und ab da wurde auch das Wetter ganz anders. Ja. Dann nochmal am Dom aufgekreist. Und ich meine, Matterhorn ist immer sowieso so ein eindrucksvoller Berg. Gell? Und ja, da war es mir dann eigentlich klar, Münster ist erreichbar. Und das war wunderschön, bin ich dort gelandet, wie Jan schon gesagt hat, ganz herzlichst aufgenommen. Ich durfte sogar meinen Spatz in den Hangar schieben und es wurde ein Hotel für mich organisiert und wir sind dann abends noch zusammen mit den anderen Fliegern essen gegangen. Da saß dann ein gewisser Hans-Peter, Schweizer Ventus-Pilot, neben mir und erzählte mir, er hätte tagsüber im OGN ein Flugzeug beobachtet, das sich mit dem Wettbewerbskennzeichen ISS ausgegeben hat. Und der Witzbold hätte sogar angegeben, es wäre ein Elspatz gewesen. Hm. Er kam nämlich erst an diesem Tag an und wollte sich so ein bisschen über die Flugmöglichkeiten informieren. Und dann, er saß neben mir und dann habe ich gesagt, nein, das ist kein Witzbold, den gibt es tatsächlich, diesen Elspatz. Ja. Du hast gesagt, das ist ein ganzer komischer Typ, da guck mich an. Ne? Ja, und das war wunderschön da, wie der Jan schon sagt, dieses Tal und der Aletschgletscher, der Rhonegletscher, die ganze Landschaft, nördlich davon das Berner Oberland und das ist alles fantastisch. Und der nächste Tag war dann nicht zum Zurückfliegen für mich, auch vom Wetter her. Und dann habe ich einfach nochmal einen Ausflug zum Matterhorn gemacht. Und das war einfach fantastisch, wenn man dann so ohne Zwang, ja, einfach nur Sightseeing betreibt. Und da ist es mir dann tatsächlich auch gelungen, am Matterhorn und der daneben liegenden Flanke im Hangwind zu steigen. Und es gab dann sogar eine kleine Welle, sodass ich sogar über das Matterhorn gestiegen bin. Das haben noch nicht viele erlebt. Und mit dem Spatz, glaube ich, noch gar keiner. Darf ich vielleicht mal ein Bild versuchen zu finden? Gerne, gerne, natürlich, ja. Gerne. Also, wie wir freigeben. Die kommen jetzt, Moment. Ich habe da jetzt die ganze Serie. Ich gehe mal so ganz kurz durch. Das war auf dem Hinflug westlich des Maloyas an der Basis. Rechts konnte man dann schon so ins Bergell und das italienische Oberland schauen. Also hier weiter hinten dann der Lago Maggiore.
Das war einer dieser Querrippen, an denen ich da noch hochkam. Ich habe leider ging meine Kamera des Telefons nur für 4 Aufnahmen. Das war schon am Dom, soweit ich weiß. Und man sieht unter der Wolke Matterhorn. Ja. Und das war, wo ich gelandet bin, in St. Crippen. Ganz allein stand ich da, aber das Foto habe ich am nächsten Tag aufgenommen. Das kann aber nicht bei der Landung gewesen sein. Das nein, nein, da waren dann schon die Lichter im Tal an. Ja, und das ist der freundliche, ganz nette Philipp Napoleon. Das ist der Bruder von Eric Napoleon, der ja die französische Nationalmannschaft trainiert. Und ja, also braucht man so ein Foto, wenn man da schon mal war. Das war auf meinem Ausflug von St. Crippen und dann auf dem Flug nach Barcelonnette. Die Écrins, leider nicht so scharf gelungen, aber es ist einfach eine große Freude, mit dem Spatz in den Écrins gewesen zu sein. Und hier meine Ankunft in Barcelonnette. Rechts sehen wir uns den Josef, der einfach dort ein Unikum und eine Person ist, ohne den der ganze Flugbetrieb nicht läuft. Ja. Und das war natürlich ein glücklicher Moment. Und so sah es dann beim Rückflug aus. Das ist jetzt ein Flug ins Modane-Tal. Man sieht auch an den Wolken den Nordwind, die Zirrenbewölkung. Da war mal ganz kurz ein kleiner Moment, das ist der Lac Montsenis. Ich habe da natürlich alles mitgenommen an Höhe und nicht auf Geschwindigkeit geachtet. Es war mir nur wichtig, dass ich sicher da weiterkomme. Hier unten sieht man den Flugplatz Soyer, von dem auch der Jan schon gesprochen hat. Also da kann man sicher landen, nur die Schleppmöglichkeiten sind eben dann begrenzt. Der Platz liegt auch sehr hoch, soweit ich mich erinnere, 1400 oder sowas. Ja. Das Modane-Tal ist ein bisschen eine Falle, wenn man da mal reinfällt. Die Luft ist da oft tot. Also ich empfehle jedem, oben zu bleiben, weil wenn man da mal reingerät, ist es sehr, sehr, sehr schwierig, wieder rauszukommen. Ist mir in den 2 Situationen, wo ich da reingefallen ist, zum Glück wieder gelungen. Aber da waren auch 2 Stündchen harte Arbeit. Ja, und hier ist jetzt dieser eindrucksvolle Zapfen, den wir alle kennen. Das war wohl gerade über die Mauer, ja, wie ich sie nenne. Also das geht hier zwischen dem Monte Rosa Massiv und dem Matterhorn, zieht sich diese Felsbergmauer hin. Dazwischen ist mit 3,3 der Theodulpass der günstigste Übergang. Ja. Und das war halt sowohl auf dem Hinflug als auch dem Rückflug eine echte Hürde. War jedes Mal richtig froh, als ich dann drüber war. Hier nochmal, man sieht hier diese. Hier habe ich zuerst etwas Höhe gemacht und war dann hier und das hat da nicht drüber gereicht. Ja. Hier ein Blick auf das Monte Rosa Massiv. Hier, das ist der Theodul Gletscher und hier wieder die zu überwindende Mauer. Und das ist ein Blick hinaus aus dem Mattertal Richtung Rhonetal. Und ein Zernetz, ne? Nicht Zernetz, Zermatt. Zermatt. Und hier haben wir den Dom. Und überhaupt ist diese ganze Gegend dermaßen beeindruckend, weil wir, ich habe es mal nachgegoogelt, 20 Gipfel über 4000 Meter haben. Ja. Also da ist mir schon die eine oder andere Freudenträne ins Auge gekommen, weil die Eindrücke einfach so umwerfend sind. Ja. Hier nochmal der Blick zurück. Hier sieht man schon die Wellen, die da standen. Hingearbeitet habe ich mich über diese Geräte, die das Valpelline hochführt. Das war richtig harte Arbeit und ja, da hat es den Spatz schon mal umgeworfen. Blick zurück. Hier musste ich drüber, 3,3. Ich glaube, der Theodulpass ist hier. Und das ist eben dieser
flach ansteigende Gletscherbereich, Theodulgletscher, wo ich auf dem Hinflug hier irgendwo noch diesen leichten Aufwind bekommen habe, der mir da rüber geholfen hat, sodass dann Aosta in Reichweite kam. Der Dom, ja, ist ja auch sehr beeindruckend. Und dann, das ist jetzt Blick nach Norden. Wir sehen ja auch hier die Staubewölkung und den relativ starken Nordwind. Und dann hier gelandet im schönen Rhonetal. Das liegt also kurz vor dem Furka, der da hinten irgendwo ist. Und ja, da wurde ich eben genauso wie Jan sehr, sehr, sehr freundlich und nett aufgenommen. Ja, aber das ist auch mal ein schönes Bild, wo die Leute, die nicht wissen, was ein Elchspatz ist, das auch mal nachvollziehen können, was für eine Fluggerät du da benutzt hast. Ich meine, für die Leistung ist vielleicht mit der K8 vergleichbar. Ja, ja, L steht ja für Leistung. Das war damals ein Hochleistungsflugzeug. Ne? Ja, ja. Also er hat zwar tatsächlich einen sehr, sehr großen Vorteil. Er steigt nämlich super gut, weil mit seinen 150 Kilo und man kann in sehr eng kreisen und es ist eigentlich keine Kunst, damit Kunststoff auszukurbeln. Da soll keiner frustriert sein. Ich sage dann immer, ich hätte Helium in den Flügeln. Ja, und ja, das kam, der Spatz kam mit dem Wettbewerbskennzeichen ISS, weil wir ja immer so hoch fliegen. Und hier noch ein Mannequin Piss, der auf das Symbol ETA, was für Wirkungsgrad steht, pisst. Ja. Brauchen wir nicht. Also der Spatz ist einfach ein fliegender Widerstand, der sich aber ganz gut macht. Ja, hier der schöne Hangar. Ja. Und weiß nicht, ob Jan vielleicht auch noch ein paar Fotos. Das ist natürlich beeindruckend. Der Alec-Gletscher. Ja, oder alle, die da unten waren. Das sind einfach tolle Bilder. Und das war am nächsten Tag genau auf meinem Sightseeing-Flug. Man sieht auch wieder den starken Nordwind. Und da ist es mir gelungen, nochmal an das Matterhorn heranzufliegen. Hier wieder die Mauer. Und dann habe ich mir gedacht, bei Nordwind muss diese Flanke im Hang gehen. Und so war es dann auch. Anflug. Und hier sieht man, wie oben die Fahnen. Ja, das hat man im vorigen Bild auch schon oben gesehen, wie diese. Ja, und hier war ich tatsächlich auf Gipfelhöhe des Matterhorns im Spatz. Wie sage ich immer, Segelfliegen die geilste Sportart der Welt. Ja, also das sind so. Das ist nicht geil, was wir machen dürfen, erleben dürfen. So beeindruckend, ja. Und hier sogar leicht darüber. Also das war wirklich, ja. Ganz toll für mich. Kann man vielleicht nachvollziehen. Man sieht da auch diese Schönlage hier mit den Rotoren, Blick nach Norden, Staubewölkung auf der Nordseite. Und dann wieder, das Monte Rosa-Massiv, Gletscher. Und am Abend wieder in Münster gelandet und dann am nächsten Tag hat der Flug dann geglückt von Münster wieder zurück nach Ohlstadt. Ja, da habe ich nicht viel fotografiert. Es war nur ein ganz herzliches Willkommen, als ich da gelandet bin. Also die haben ein Zelt für dich da aufgestellt, ja, das finde ich auch. Großer Bahnhof. Und als wir dann essen gegangen sind und in Gasthof zur Post nebendran diese Blaskapelle spielte und ich war einfach nur überglücklich und fand es ein ganz, ganz, ganz tolles Willkommen da wieder. Da ging halt dieses schöne Abenteuer dann wunderbar zu Ende. Ich möchte jetzt nochmal vor allen Dingen dem Jan danken, der mich ja zu dem Ganzen angezettelt hat. Ich hätte es ja nie von mir aus gemacht. Also es war überhaupt nicht vorgesehen, es war kein Ziel bei dem Flug, es ging einfach Stückchen für Stückchen weiter und dass ich dann letztendlich bis Südfrankreich gekommen bin, konnte ich erstmal selber gar nicht glauben. Ja. Mich ehrt, dass ihr den Flug auch so
besonders, ja, halt mit dem Spatz dahinter. Für mich ist es auch das Größte, was ich in meiner fliegerischen Laufbahn so geschafft habe. Mhm. Mit einem besonderen Flugzeug, deswegen an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja. Flug des Monats Juli von Late Night Soaring. Und wie die ganzen Gewinner vorher, bekommst du natürlich auch von unserem Sponsor Segelfliegenmagazin, von der Brigitte Gabler, wo wir uns jetzt auch gerne wieder bedanken. Da bedanke ich mich schon mal ganz, ganz herzlich hier. Jahresabonnement, was, wenn ich jetzt richtig denke, genau bei Jan jetzt diesen Monat ausläuft, weil ich, oder bin ich da richtig, du warst es genau vor einem Jahr, glaube ich, haben wir mit Olli und mit dir diesen K6-Flug gemacht, richtig? Ja, das war nämlich tatsächlich auch beim K6-Treschen. Deswegen muss das genau sein. Ist mir so bewusst geworden, dass das nämlich auch genau da wäre, dieses K6-Treffen. So. Jan, ich glaube, du bist jetzt der Führende, was also Nordalpen, Südfrankreich und zurück dieses Jahr, weil ich glaube, du hast es jetzt dreimal gemacht, oder? Dreimal, genau. Und jetzt können wir auch die Lösung, warum wir das um eine Woche verschieben mussten, weil eigentlich hätten wir es ja letzten Donnerstag machen wollen. Und da saßen wir hier zur Aufzeichnung und erfahren 10 Minuten, vor wir aufzeichnen wollten, ja, der Herr Lüstewek ist mit dem Duodiscus nach Barcelona geflogen und vor 5 Minuten gelandet. Ich hatte wirklich auf das WLAN und auf das Internet in Barcelona gehofft, aber es war chancenlos, also sowohl mobil wie auch mit WLAN. Also es wäre natürlich auch schon eine schöne Geschichte gewesen, wir hätten es nach unten gemacht. Aber dann bist du ja am nächsten Tag zurückgeflogen und damit diese Aufzeichnung endlich mal stattfindet, habe ich dich ja dann am Oberalppass mal abgeholt und gesagt, so, das war aber nichts. Das war schön. Und das ist auch so ein bisschen ein Vorbild vielleicht für andere oder nicht Vorbild, sondern die Aufmunterungen, solche Sachen zu machen, wie toll das ist. Also unser Vereins-Arkus hat es nämlich dieses Jahr auch schon gemacht. Die sind auch einfach zu zweit mal heruntergeflogen, sind auch in Barcelona nicht gelandet und dann 2 Tage später wieder da gewesen. Benni, du hast es auch schon 2-mal gemacht dieses Jahr und alles mit reinen Segeln. Ich finde es super. Ja, deswegen hat es mich auch sehr, sehr gefreut, dass wir diesen tollen Flug und vor allem diese wunderschöne Reise von Markus jetzt nochmal ein bisschen mehr publik machen konnten oder mehr Leuten noch diesen schönen Flug zeigen konnten durch den Flug des Monats. Weil zum einen ist natürlich einfach ein Flug und eine Reise, die diese Glückwünsche mehr als verdient hat. Und es ist aber, glaube ich, hoffentlich auch geeignet, um euch Zuhörerinnen und Zuhörer oder Zuschauerinnen und Zuschauer zu motivieren, sowas doch auch mal selber zu machen. Also dieses Wandersegelfliegen ist wirklich das ist das Schönste, was ich im Segelflug bisher gemacht habe. Und aus diesen Flügen so ein paar generelle Erkenntnisse. Erstens mal, wir haben jetzt natürlich einen Flug besprechen dürfen, der sensationell weit war. Aber für dieses Erlebnis des Wandersegelfliegens, für diese Besonderheit, ist es völlig egal, wie weit ihr fliegt. Das, was du auch vorhin beschrieben hast, Markus, dieses Gefühl, also, dass man da hinfliegt, das ist alles irgendwie relativ normal, weil da ist Thermik und da kurbelt man und dann gleitet man zur nächsten Thermik und das kennt man ja irgendwie so vom Streckenfliegen, vom Prinzip her. Irgendwo landen an einem anderen Platz ist auch noch nicht so spektakulär, das kennt man vom Absaufen. Aber was ich immer so völlig unglaublich finde, wenn man dann da aussteigt, und dann ist man da wirklich da. Also dann steht man da auf dem Boden. Wie so ein Astronaut mit seinen Mondstiefeln. Meistens haben wir ja auch diese Mondstiefel an. Und dann ist man da wirklich. Und das riecht anders. Und die sprechen eine andere Sprache. Die sprechen vielleicht eine andere Sprache oder auch nur einen komischen Dialekt. Es kommt darauf an, wo man landet. Wenn du in Königsdorf landest. Also ich habe da die Jungs dann schon mit dem Landebier
na, noch im Cockpit begrüßt und so. Ne? So muss das sein. Ich glaube, das genau, das ist die zweite, also die erste motivierende Sache, die wir euch mitgeben können. Es ist scheißegal, wie weit ihr Wandersegel fliegt, dieses Gefühl, ich bin wohin gereist, ich bin wo angekommen, das wird immer das Gleiche sein. Und es wird immer großartig sein. Das zweite, Matthias, was du gerade sagtest, ich glaube, man wird überall super willkommen geheißen. Man bekommt überall alle Unterstützung. Also wir waren jetzt in Barcelonette, das war großartig. Die haben in der Nacht und mir in Wohnwagen organisiert. Münster war der Oberhammer. Da war mein Flugzeug schneller in der Halle, als ich gucken konnte. Und während ich meine Sachen rausgeräumt habe, haben die Essen und Hotel organisiert und die Fahrt zum Hotel. Ich musste, also es war, das, man wird so überschüttet mit Hilfsbereitschaft. Das ist auch eine schöne Erfahrung. Also das heißt, für diejenigen von euch, die noch nie einen Wandersegelflug gemacht haben, macht euch keine Gedanken über so Zeug. Hoch, wo werde ich denn dann da schlafen? Das löst sich schon. Gibt es da was zu essen? Naja, da leben Menschen. Also, ne? Also das ist mit dem Geldbeutel schon alles klappen. Ein Tipp, den man geben sollte, den Geldbeutel sollte man sicher dabei haben. Das war vielleicht suboptimal organisiert in diesem Falle. Aber Er hat ihn ja dabei gehabt. Ja, aber diese Ungewissheit. Nein, ich gebe dir hundertprozentig recht. Ich habe das ja auch schon ein paar Mal gemacht. Und also wir sind da auch an der französischen Meisterschaft am Tag vorher angekommen, wo die alles andere zu tun hätten, als da drei blöde deutsche Wandersegler, die kein Wort Französisch können, jetzt zu organisieren, wo wir übernachten. Und das war super. Ja. Und ich glaube, eng mit diesem Thema der Hilfsbereitschaft verbunden ist vielleicht das der Planung. Ich würde aus meiner Wandersegelflugerfahrung, die jetzt noch nicht so groß ist, aber aus den wenigen Erfahrungen, würde ich eigentlich den Tipp geben, plant nicht zu viel. Habt das Wetter verstanden, habt eine Idee, wie sich das Wetter entwickeln wird die nächsten Tage, aber plant nicht zu viel. Legt euch nicht zu sehr fest auf ein Ziel. Es gibt auf dem Weg dorthin auch Flugplätze. Macht euch nicht zu viel Gedanken drüber, ob es da einen Schlepp geben wird oder nicht. Ich meine, es ist natürlich ärgerlich, wenn benachbart zwei Flugplätze sind und an dem einen hätte es Segelflieger mit Schleppmaschine gegeben und der andere erweist sich dann als reiner Motorfliegerplatz ohne Schleppgenehmigung oder so. Aber ich glaube, man muss nicht zu detailliert planen. Also in unserem Beispiel jetzt für Markus und mich war, vielleicht reicht es bis Münster. Oh, wir sind zu früh in Münster. Vielleicht reicht es bis Aosta. Oh, man kann auch probieren, ob man nach Solier kommt. Mhm. Solier, oh, da gibt es abends um 8:30 am Col de Taschen Wunderbart, der Spatzen nach Saint-Grépin bläst. Ja. Das ist nicht planbar. Aber was schon planbar war, wir fliegen nach Münster, und was auch planbar war, ab Münster, wir gucken mal, wie weit es weiterreicht. Und viel detaillierter würde ich es nicht planen. Sonst plant man sich zu Tode und dann kommt es sowieso ein bisschen. Dann ist man zum Schluss vielleicht auch enttäuscht, wenn es nicht geklappt hat. Ne? Genau. Ja, ja. Abenteuer ist ja gerade das gewisse Ungewisse und dann die Freude darüber, wie sich das oft ganz glücklich löst alles. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle auch nochmal ganz meinen herzlichsten Dank aussprechen an erstens mal den Simon, der dieses Jahr das K6-Treffen organisiert hat, und den ganzen Werdenfelser Verein in Ohlstadt. Wir waren dort einfach ganz, ganz herzlichst aufgenommen und es war wirklich eine tolle Zeit. Gern würde ich es wieder dort machen. Und auch eben Münster und Saint-Crépin und wie der Jan schon sagt, einfach wie herzlich man aufgenommen wird, und es ist einfach ein wahnsinniges Glücksgefühl und dann eben auch andere Leute, und das macht es ja auch irgendwie, gell? Ich meine, man ist da ganz allein in der Luft und kämpft sich durch, und dann kommst du da hin und empfindest diese Gastfreundschaft, und also da möchte ich mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken, auch Münster, der Umberto, der sich da um alles kümmert, und kann es auch tatsächlich jedem empfehlen. Es ist wunderschön dort, tolle Voraussetzungen für Segelfliegen und ganz, ganz, ganz nette Leute. Genau, also vielleicht hast du
da was dazu beigetragen, Markus, dass diesen und Batzen in vielen Jahren noch von den Dächern pfeifen, schätze ich mal. Und dass das vielleicht noch ganz viele Leute diesen Wandersegelflug machen und diese Geschichte. Gleit, gebe ich ganz offen zu, habe ich jetzt auch erst im Zuge dieser Dings gehört, finde ich ja auch eine ganz tolle Geschichte. Das wird das Ganze sicherlich auch fördern. Ne? Gut. Bevor wir jetzt abschließen, wir wollen es nicht vergessen, wir wollen unsere Plattform nützen, weil ja jetzt diese Südfrankreich-Saison losgeht oder eigentlich ja schon losgegangen ist. Es gibt da eine gewisse Neuigkeit, was die Lufträume mit diesen Vogelschutzgebieten im Bereich des Gran Paradisos betrifft. Da ist nämlich, und es ist leider ein bisschen schwierig zu finden, aber Tatsache ist, es gilt da nicht mehr, und jetzt helft mir, ich glaube, es waren 1000 Fuß über Grund bisher, und ab sofort kann man da gar nicht mehr reinfliegen, sondern das gilt, glaube ich, bis Flugfläche 145 oder 4500 Meter oder irgendwie sowas. Also macht euch da bitte kundig, wenn ihr da jetzt in dieser Zeit darunter fliegt. Genau, also kundig machen ist leider schwierig, weil soweit ich weiß, ist es wirklich nirgendwo veröffentlicht, wo es einen zum Beispiel aus Deutschland hinfliegender finden konnte. Ich selber habe es zum Beispiel erfahren, als ich in Puy gelandet bin, aus Deutschland kommend und dann eben am nächsten Tag im Briefing war. Ich hatte auf dem Hinweg da zum Glück, bin ich da zufällig nicht durchgeflogen, aber ich denke, es ist vollkommen entschuldbar, wenn man aus Norden kommend da beim ersten Mal durchgeflogen ist, weil man halt einfach eigentlich keine Chance gehabt hätte, es so zu erfahren. Aber in Südfrankreich weiß man es. Es ist inzwischen so, Gran Paradiso nicht mehr 300 Meter über Grund, sondern Flugfläche 145, glaube ich auch, ja, und dadurch eigentlich überhaupt nicht mehr befliegbar, was brüllend schade ist, was auch wirklich ein Problem ist, was die Routen dort oben angeht. Man muss damit, glaube ich, einfach mit gesundem Menschenverstand umgehen und auf jeden Fall nicht provozieren und schon zeigen, dass wir Segelflieger da diese Regeln auch respektieren, selbst wenn wir sie nicht wirklich nachvollziehen können. Genau, und vor allem gibt es dann vielleicht wieder die Chance, dass es solche Korridore gibt, die es ja auch in anderen Gebieten gibt für die Segelflieger. Also, das war nur nochmal der Hinweis, dass wir diese Plattform von uns einfach mal nutzen wollten, euch zu sagen, hey, passt mal auf, da gibt es was Neues, nicht so wie immer fliegen. Ja, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen August. Und wir sehen uns dann Anfang September mit dem Flug des Monats August. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir wieder die Qual der Wahl haben werden. Das hat man eigentlich jetzt schon fast immer, Benni, ne? Ja, ist richtig. Es ist spektakulär, aber ich freue mich auf die nächste Auswahl. Und ich finde ja, diese Erfindung des Flug des Monats, wir, also ich persönlich zumindest, bin zu viel mehr Flügen, habe mir interessante Flüge angeschaut, die ich mir früher so gar nicht so detailliert angeschaut habe. Und es gibt verdammt viele interessante Flüge. Macht so weiter und vor allem immer Happy Landings. Ne? Macht es gut, bis demnächst. Ich bedanke mich ganz herzlich und super. Und wie der Jan gesagt hat, lasst euch animieren. Fliegt wohin, macht Wandersegelflug. Das ist einfach das Schönste, was man machen kann. Also, einen schönen guten Abend in diesem Sinne. Ciao. Ciao. Ciao.